Weihnachten ist für mich eigentlich das Familientreffen schlechthin, weil meine Familie überall verstreut ist und wir an Weihnachten eigentlich alle zusammenkommen. Bei uns gibt es traditionell immer Heringssalat mit Lachsschnittchen und danach geht es dann in die Bescherung rein und das ist für mich halt traditionell immer Weihnachten. Ich komme ursprünglich aus Aachen und nach der Schulzeit sind alle so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen abgedriftet und aber an Weihnachten kommen eben alle wieder zusammen und es ist so ein richtig schönes Zusammenkommen wieder. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Was ich mir natürlich wünsche, ist, dass alle glücklich und zufrieden sind und vor allem gesund. Ja. Ich wünsche mir, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und ja, so gemeinsame Zeit oder wie das bei uns zu Hause dann heißen würde, jetzt zit für de familisch, ne? Also auf Öscher Platz mit meinen Eltern, bisschen gemeinsame Zeit, das wäre schön. Dass jeder ein bisschen Frieden findet und ganz viel Glück und Freude fürs kommende Jahr. Ich wünsche mir, dass sich die Menschen auf das konzentrieren, was sie verbindet und nicht auf das, was sie unterscheidet. Das wäre mein Weihnachtswunsch. Empathie füreinander, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass das etwas ist, was grundlegend Menschen fehlt. Und ich finde, da ist Weihnachten auch irgendwie ein guter Zeitpunkt, um sich daran zurückzuerinnern, dass wir Empathie füreinander brauchen. Anderen wünsche ich natürlich, dass niemand alleine sein muss, dass jeder jemanden hat, mit dem man Weihnachten feiern kann, weil dieses Zusammensein ja das ist, was Weihnachten ausmacht. Sich die Zeit nehmen, um wirklich Gespräche zu haben, weil das alltägliche Leben passiert und irgendwie ist es manchmal schwierig, sich zusammenzufinden. Deswegen, das ist mir das Wichtigste. Ganz, ganz viel Liebe. So kitschig das auch klingt, aber ich glaube, Liebe ist das, was die Welt am meisten braucht.